sagen. Vor dem heutigen Match nun der Unterschied der beiden in der Tabelle. Admira hat 10 Punkte mehr als Steyr. Und auch vom Ruhm des Franz Mrakovic, den wir damals zum Mann der Runde gewählt haben, ist nicht sehr viel geblieben. Ja, da haben wir Franz Mrakovic, war heute ganz auf Sieg gegen die Admira eingestellt. Bittere Kälte, minus 4 Grad, dazu ein eisiger Wind. Und Dietmar Constantini begrüßt seine alten oberösterreichischen Freunde. Vorwärts in Rot-Weiß, von rechts nach links, über diesen Mann, über Tomislav Kocian. Vor einer Woche zweifacher Torschütze gegen Rapid, Wolfgang Knaller, wie immer im Tor der Admiraner. Freistoß vorwärts Steyr, Kocian mit dem linken Fuß. Einige Verwirrung, Barac, und da kann sich erstmals Wolfgang Knaller auszeichnen. Bei diesem beinhart gefrorenen Boden ist es natürlich sehr, sehr schwierig für den Tormann. Noch einmal aus anderer Sicht diese Szene, Barac und Wolfgang Knaller. Trotz dieser schwierigen Bedingungen, trotz dieser Witterung sind über 2500 Zuschauer ins Vorwärtsstadion gekommen. Graue Maus, Admira Wacker zieht in Steyr natürlich auch nicht allzu sehr. Hier ein Foul an Czerny, der sich relativ selten durchsetzen kann. Und der beste Mann der Admira, Roger Jung, der Schwede, mit diesem Freistoß. Das war knapp im Tor der Vorwärtsmannschaft, wieder Kurt Schwarzl-Müller. Das Match macht aber vorwärts. Die Steirer greifen mehr an, aber sie tun sich schwer mit dem Boden. Das war Herav. Dann wieder Barac, der mitgegangen ist. Und Wolfgang Knaller. Und noch einmal Herav. Etwas zu kurz gekommen. Aber recht gute Szenen in diesem Match in Steyr. Noch immer 0:0. Vukovic, ein souveräner Libero. Heute kommt ja Dubajic nicht spielen, weil schon drei Ausländer in der Mannschaft sind. Und Herav wollte den Ball da ein bisschen lupfen, aber nicht ganz gelungen. Wolfgang Knaller hat das überzogen. Dann Outeinwurf für die Admira. Da setzt sich Harald Czerny mal gut durch. Achtung, Czerny! Da kommt Schwarzl-Müller heraus. Ja, und da ärgert sich Czerny über diese vergebene Möglichkeit. Admira gar nicht auf Konter bedacht, obwohl sie eigentlich mit einem einzigen Stürmer nur mit Czerny bekommt. Vastic agiert meistens aus der Etappe. Dann Uwe Müller! Da hätte sich Schwarzl-Müller fast verschätzt, aber bei diesen Bodenverhältnissen sind auch solche Schüsse gefährlich. Noch einmal aus anderer Sicht. Mit Effe geschossen, da springt der Ball auf und schauen Sie, gerade noch kann Schwarzl-Müller den Ball über die Kreuzecke drehen. Weiterhin 0:0, Freistoß Felbermeier. Dann Music, nicht richtig zum Schuss gekommen. Aber schon wieder Barac, heute einer der stärksten Steirer. Herach kommt nicht zum Ball und die Möglichkeit dahin. Auch Waldhör etwas zu kurz. Das ist Music, den hat sich im Kreuz ein bisschen erwischt, aber kann dann weiterspielen. Pause auf alle Fälle 0:0. Ein gutes Match, dem eigentlich nur die Tore fehlen. Ja, bei Steyr heute Dragan Dubajic also nicht dabei. Kocian musste einfach von Mrakovic aufgestellt werden, da er ja zuletzt gegen Rapid 2 Tore geschossen hat. Dann nach Seitenwechsel beginnt der Schneefall in Steyr und vorwärts dominiert nach wie vor das Match. Endlich kann sich Waldhör mal durchsetzen gegen seinen alten Freund Hans Kogler. Gute Flanke, Waldhör, Kocian! Das ist wahrscheinlich der Matchball gewesen. Riesenmöglichkeit, schön den Ball mit der Brust heruntergenommen, aber dann zu schwach geschossen und außerdem Wolfgang Knaller. Wir sehen es hier noch einmal. Herrlich gestoppt den Ball mit der Brust, sofort geschossen, nicht ganz richtig getroffen. Und Wolfgang Knaller in Superform. Music versucht da noch ein bisschen nachzuhackeln. Da kommt mit Abfalter ein zweiter echter Stürmer bei der Admira. Und zwar für Binder. Aber unverändert das Bild, die besseren Möglichkeiten hat vorwärts Barac. Uwe Müller ist der Ball da abgerissen. Daniel Madlener, guter Schuss von Madlener. Das war knapp. Daniel Madlener mit einer soliden Leistung, noch einmal dieser Schuss. Mit dem rechten Fuß. Aber ich glaube, dass Wolfgang Knaller da gewesen wäre. Franz Markovic immer wieder an der Outlinie. Aber die Konter der Admiraner werden weniger, werden seltener. Vastic hat einen gefühlvollen Pass, gut gemacht, Möglichkeit Zeller! Und das ist die beste Chance der Admira. Günther Zeller, der Leihspieler vom FC Linz, trifft hier nur die hintere Stange. Es bleibt beim 0:0, der direkte Gegenzug. Über Novak, zuerst Music. Dann noch einmal Kocian.
Und auch hier Probleme für Wolfgang Knaller. Es bleibt aber in Steyr beim 0:0 und Dietmar Konstantini ist einigermaßen zufrieden. Ja, für Revanche waren wir nicht aus. Das erste Spiel haben wir verloren, weil wir selber die Schuld waren. Heute war es ja so, dass auf den Terrain ist natürlich schwer zum Spielen. Es war ein Spiel auf hin und her, es war für die Verteidigungsreihen schwieriger wie für die Stürmer, aber es hätte jederzeit was passieren können auf der anderen Seite wie auf unserer Seite. Ich glaube, das 0:0 ist gerecht. Die Witterungsverhältnisse aus Ihrer Sicht regulär? Ja, es ist die erste Frühjahrsrunde, es kann eigentlich nicht mehr wärmer werden. Vom Spiel hat man gesehen, der Boden war schwer zu bespielen, aber es war dennoch ein ansprechendes Spiel von beiden Mannschaften. Sie hatten heute ein Ausländerproblem, Torjäger Dragan Dubajic nur auf der Tribüne. Ja, das ist ein angenehmes Problem und es hat gezeigt, dass die Aufstellung von Kozian gerechtfertigt ist. Er hat also eine Riesenchance gehabt, den Matchball, würde ich sagen, unmittelbar nach der Pause. Das hätte ein Tor sein müssen. Ist leider keines geworden, darum ist das Spiel unentschieden ausgegangen. Ja, und mein Kollege Manfred Beierhuber meinte, nur 2500 Zuschauer, die graue Maus Admira Wacker sei nicht zu kräftig. Und was er nicht wissen konnte, das war Besucherrekord in dieser Runde. Es war die am schlechtesten besuchte Bundesliga-Runde seit Bestehen der Bundesliga mit einem Schnitt von nur 2000 Besuchern. Toto-Tipp bin ich Ihnen noch schuldig, Spiel 3, 0:0, richtiger Tipp X. Der Herbstmeister